Fernsehen trifft Internet mit dem neuen Digit Isio C, Ihrem neuen digitalen Kabelreceiver mit der neuen Isio Internet-Funktionalität. Ich bin jetzt gerade beim HBB-TV, einem interaktiven Teletext von ZDF. Der wird mir eingeblendet, da kann ich zum Beispiel auch zur Mediathek wechseln. Das heißt, ich bekomme aus dem Internet jetzt Informationen über verpasste Sendungen, zum Beispiel hier die Herzflimmern-Serie oder neueste Nachrichten-News. Das Fernsehen läuft beim ZDF parallel noch weiter. Das heißt, sie erschließen sich eine ganz neue Welt. Aber hinter den Isio-Funktionalitäten verbergen sich noch viele andere neue tolle Sachen. Und die zeige ich Ihnen jetzt mal. Wir wechseln zurück zum ZDF. Denn über Kabel Digital empfangen wir ja Fernsehen in SD- oder in HD-Qualität. Und bei der neuen Technic Control, die beigelegt ist, Ihre neue Fernbedienung, gibt es eine wichtige Taste, und zwar www. Damit geht es auf zu Isio und das zeige ich Ihnen jetzt. Wir drücken einmal drauf. Und schon werden mir auf der linken Seite die neuen Apps eingeblendet. Da geht es um Nachrichten, um Wetterinformationen, Sportnews zum Beispiel. Aber das reicht noch nicht. Es geht noch weiter. Nochmal auf die www-Taste gedrückt, wird mir dann links die neue Internetliste angezeigt. Diese Liste ist redaktionell geführt, sie wird noch erweitert und Sie haben dort Zugriff auf TV-optimierte Internetseiten. Zum Beispiel hier von MaxDome Ihre neue Videothek. Über Isio können Sie jetzt natürlich direkt bei MaxDome Videos ausleihen. Vergessen Sie die Videothek um die Ecke, die Öffnungszeiten, die Rückgabe von DVDs und Blu-rays. Sie können Filme in SD- und in HD-Qualität direkt ausleihen. Daneben gibt es natürlich noch andere Anbieter wie Cloud7 Movies zum Beispiel oder die News zum Beispiel über die Bild.de. All das ist hier schon hinterlegt und für Sie optimiert und redaktionell gepflegt. Aber Internet ist ja natürlich noch mehr. Beim Computer kann ich Internet surfen, das heißt, ich rufe die Internetseiten direkt auf oder auf dem Notebook. Lassen Sie beides aus, drücken Sie nochmal auf die www-Taste und schon können Sie hier jede beliebige Internetseite über die Fernbedienung eingeben. Meinen Favoriten habe ich schon gewählt und natürlich auch schon in meiner Liste hier ergänzt bei den ganzen möglichen Seiten und zwar zum Schluss technisat.de. Und schauen Sie mit mir zusammen drauf. Die Internetseite sieht genauso aus wie auf Ihrem Notebook oder Computer. Sie können mit der Fernbedienung auch über die Internetseite scrollen, die einzelnen Links dann aufrufen. All das steckt hinter Isio bis hin natürlich auch zum Internetradio. Und das alles mit einem neuen, tollen digitalen Kabelreceiver. Und beim digitalen Kabelempfang bieten wir Ihnen natürlich viele Möglichkeiten. Wir haben einen Twin-Tuner eingebaut, das heißt, Sie können zwei Programme gleichzeitig betrachten. So, einmal gewechselt, Bild in Bild. So sehe ich hier oben noch ZDF HD, daneben läuft jetzt im SR noch eine Serie. Beides natürlich in toller digitaler Bildqualität. Der digitale Videorekorder darf natürlich auch nicht fehlen. Er ist DVR-ready, unser Digit Isio C. Das bedeutet, Sie können per USB einen Datenspeicher, einen USB-Stick oder auch eine externe Festplatte anschließen. Und ich habe das hier für uns schon mal getan. Und zwar habe ich die Technisat StreamStore 24 angeschlossen. Und jetzt ist mein Digit Isio C ein richtiger Rekorder. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, das Ganze aufzunehmen. Auf der Fernbedienung gibt es auch dafür schnell die passenden Tasten. So haben wir hier die rote Taste für die Direktaufnahme. Die kennen Sie vielleicht auch noch vom alten Videorekorder oder vom DVD-Rekorder. Mit der Taste Play-Pause nutzen Sie Timeshift. Und wenn Sie Sendungen programmieren wollen, dann empfehle ich Ihnen die Technisat Siefern-Info, denn das ist redaktionell geführt und enthält das Fernsehprogramm für die nächsten 7 Tage. Normal aufnehmen ist super, Timeshift kann ich Ihnen nur empfehlen und das mache ich jetzt einfach mal. Ich drücke auf die Play-Pause-Taste und schon wird das laufende Programm angehalten. Ich kann jetzt in Ruhe ein Telefonat führen, ich kann noch mal nach den Kindern schauen, ich hole mir vielleicht noch was zu trinken oder zu essen. Und dann, wenn ich zurückkomme, drücke ich wieder die gleiche Taste, Play-Pause. Und dann wird das Fernsehprogramm genau dort fortgeführt, wo wir gerade aufgehört haben. Und Sie werden nichts mehr verpassen. Im Hintergrund zeichnet die Festplatte, zeichnet der Digit Isio C das Programm weiter auf. Wenn zum Beispiel Werbung kommt, können Sie direkt weiterspulen. Das sind wirklich tolle Funktionalitäten mit Timeshift. Aber die Sendung speichere ich mir jetzt gleich mal. Bitte speichern. Wenn ich nicht zu Hause bin, möchte ich natürlich auch bestimmte Serien, Filme oder Events nicht verpassen. Wenn die Festplatte angeschlossen ist, dann würde ich sagen, auf zu Siefern-Info. Einmal auf die Taste gedrückt, erhalten Sie hier die Übersicht über das laufende aktuelle Programm, was die Sender im Einzelnen ausstrahlen. Dann kann ich zum Beispiel jetzt wechseln zum WDR Aachen, guck da nochmal hinein, das ist jetzt die laufende Sendung. Jetzt möchte ich aber vielleicht auch gerne etwas programmieren, also auf in die Siefern-Info, auf die grüne Taste für das Programm. Dort kann ich jetzt direkt mit einem Tastenklick auf die rote Taste eine bestimmte Sendung programmieren. So einfach war das. Sie müssen nicht mehr Datum, Uhrzeit und Programmplatz eingeben. Sie wählen das direkt aus der Siefern-Info aus.
Und wir haben natürlich noch weitere Sachen. Es gibt hier zum Beispiel eine Show Planet Wissen. Wenn ich das als Serie, die wird ja öfters gezeigt, über die Woche hinweg aufnehmen möchte, gehe ich einfach auf Optionen, wechsle dann zu den Timern und suche mir hier den Serientimer raus. Einmal aktiviert, wird das automatisch übernommen und alle Sendungen, wo es um Planet Wissen geht, werden automatisch auf der Festplatte aufgezeichnet. Sie sehen jetzt hier noch verschiedene Programme. Das kann ich ihm natürlich sagen, dass er bitte Planet Wissen bitte nur von einem Sender aufnehmen sollte, dass ich dann Wiederholungen zum Beispiel auch vermeiden kann. Aber Sie merken, es ist so einfach, das Ganze zu programmieren, so einfach, das Ganze auch zu bedienen. So, das alles ist jetzt schon für mich hinterlegt. Wunderbar. Fernsehempfang, Kabel digital, ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Es gibt natürlich in Deutschland regional ganz, ganz viele Kabelanbieter. Und damit auf der Digit-ISIO-C auch überall funktioniert, sind dementsprechende Entschlüsselungssysteme bereits mit eingebaut. Wir schauen jetzt mal vorne auf die Front. Nicht, dass sie da natürlich ein tolles Design haben und auch noch ein LED-Display, was ihnen auch immer die passenden Sender anzeigt. Sie haben hier an der Seite dann auch die dementsprechenden Möglichkeiten, die Karten der Anbieter und auch Adapter einzustecken. Und solche Adapter, ich habe hier mal ein paar in der Hand, die gibt es dann immer von dem entsprechenden Anbieter. Das Gerät an sich ist für Kabelkiosk bereits vorbereitet. Es ist das Konax-Entschlüsselungssystem bereits integriert. Durch diese Module und hier oben die beiden CI-Plus-Schächte haben Sie die Möglichkeit, halt wirklich die Karte und den Adapter von jedem beliebigen Anbieter zu nutzen. Und somit ist Ihr Digit-ISIO-C gerüstet für den Fernsehempfang bis hin in HD-Qualität, denn es ist ja auch ein HD-Twin-Tuner schon mit eingebaut. Wir haben weiteren Multimedia-Fähigkeiten natürlich, die dürfen wir nicht vergessen. Und direkt an der Front befindet sich noch ein USB-Anschluss und ein SD-Kartenleser. Das heißt, hier könnten Sie zum Beispiel die Speicherkarte aus Ihrer Digitalkamera direkt anschließen oder vielleicht einen USB-Stick mit den neuesten Internetfilms oder Fotos, die Sie aufgenommen haben, auch vom Urlaub. All das steckt hier schon mit drin und macht den Digit-ISIO-C zu einer richtigen Multimedia-Station. Von Technisat bekommen Sie ein ganzes Paket von Mehrwertdiensten. Da haben wir zum Beispiel das Auto-Install. Wenn Sie den Digit-ISIO-C nach Hause bekommen, anschließend richtet er sich von alleine ein. Sie haben die Easy Pro Programmlistenaktualisierung. Sollte der Sender mal seinen Programmplatz wechseln, wird das automatisch korrigiert von Technisat und es wird aktualisiert. Und Ihre selbst zusammengestellte Programmliste bleibt natürlich immer erhalten. Sie haben die Technimatik. Das Gerät hält sich selbst auf den aktuellsten Stand. Die Sifern-Info hatte ich Ihnen ja gerade schon gezeigt. Auch das gehört mit zu den Mehrwertdiensten von Technisat bis hin zur Techni-Family-Funktion. Wenn Sie Kinder zu Hause haben, können Sie das einrichten, dass die Kinder nur bestimmte Sendungen sehen können, aber auch nur eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Tag und auch die Sendezeit an sich. Also Sie können ihnen sagen, du darfst zwischen 10 und 18 Uhr Fernsehen gucken, aber insgesamt maximal 2 Stunden. Das Ganze wird natürlich mit einem PIN geschützt und somit haben Sie als Eltern optimal die Möglichkeiten, darauf einzugehen, was Ihr Kind sieht und vor allen Dingen, wann Ihr Kind Fernsehen schaut. Bei den ganzen internen Funktionen dürfen wir natürlich auch die Anschlüsse nicht vergessen. Und wir gucken uns jetzt mal das schwarze Modell an, denn Sie haben ja die Wahl zwischen Silber und Schwarz in den Gehäusefarben. Im Lieferumfang ist natürlich alles komplett, von der Anleitung über das Antennenkabel, das HDMI-Kabel zum Anschluss an den Flachbildfernseher ist alles mit dabei. Die Technik-Control, die Fernbedienung inklusive Batterien ist alles mit drin. Aber vielleicht haben Sie noch ein Heimkinosystem oder andere Geräte zu Hause. Dann gucken wir uns jetzt mal die weiteren Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite des Gerätes an. So, hier habe ich das Modell in Schwarz. An der Seite fangen wir natürlich erstmal mit dem Fernsehempfang an. Von Ihrer digitalen Kabeldose in der Wand geht das Antennenkabel erstmal hier oben in den Kabelreceiver hinein, in unseren Digit-ISIO-C. Sie können dann das Signal natürlich auch weiter an den Fernseher geben, wenn Sie möchten. Dann haben wir die Internetfunktionalität. Zum einen über das LAN-Kabel. Das ist ein Netzwerkkabel, mit dem Sie den Digit-ISIO-C mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden und natürlich auch mit Ihrem Router und Modem für den Internetempfang. Wenn Sie das gerne drahtlos machen möchten, wir haben auf der Rückseite nochmal 2 USB-Anschlüsse. Da sind sie. USB 2.0 ist hier natürlich der Standard für das gesamte Gerät. Schließen Sie dort bitte den Technisat WLAN-Adapter an. Dann können Sie das Gerät auch drahtlos mit Ihrem Heimnetzwerk und natürlich mit dem Internet verbinden. Auf der Rückseite bei den vielen USB-Anschlüssen empfehle ich Ihnen dann hier zum Beispiel auch den Anschluss von einer externen Festplatte oder einem Datenstick, damit Sie darauf aufnehmen können. Sie haben dann auch eine weitere Anschlussmöglichkeit über ESATA für andere externe Festplatten. Jetzt geht's auf zum Heimkinosystem. Und zwar den Sound geben wir in digitaler Qualität, entweder koaxial oder optisch an Ihr Heimkino. Dann haben wir die Anschlussmöglichkeiten an Ihren Flachbildfernseher über HDMI, damit Sie das HD-Signal, das Fernsehen auch in voller
Qualität genießen können. Sollten Sie noch ein älteres Fernsehmodell besitzen, haben wir noch einen SCART-Ausgang mit dabei. Und wenn Sie Fernsehen ganz groß genießen wollen über einen Videobeamer oder einen Videoprojektor, ja, den Beamer schließen Sie über HDMI zum Beispiel an. Und den Videoprojektor, dafür hat Technisat immer noch den Komponentenausgang hier mit integriert. Daneben für die normale Stereoanlage der Stereoausgang über Cinch und nochmal ein Cinch-Videoausgang. Hier kommt auch zu guter Letzt das enthaltene Stromkabel mit hinein, damit Sie das Gerät mit Strom versorgen können. Und da ist natürlich der Digit Isio C auch ein Energiesparer. Im Standby verbraucht das Gerät unter 0,55 Watt und schont somit auch den Geldbeutel. Sie merken, Fernsehen trifft Internet. Aufnahmemöglichkeiten über DVR sind vorbereitet. Die Isio-Funktionalitäten zum Surfen im Internet, Videos ausleihen über das Internet, der interaktive Teletext, HBBTV ist auch schon bereits mit vorbereitet. Und Sie können wirklich alle neuen Welten erschließen mit dem neuen Digit Isio C. Der Lieferumfang ist komplett, der Fernsehempfang ist vorbereitet und ich kann Ihnen dabei nur noch viel Spaß wünschen.